eventuell, weiß ich jetzt selbst noch nicht, erstmal muss ich das Mikrofon gerade ändern, wartet. Oh, jetzt hab ich was in der Fresse. Oh. Warum hab ich jetzt gemacht? Geil! Hier muss ich jetzt so einen kleinen Laufsteg machen. Einfach aus dem Grund, ich konnte nichts mehr hier anbauen. Ab hier kann ich nichts mehr anbauen. Das heißt, hier muss ich improvisieren. Hab hier unten halt drei Foundations hingesetzt und konnte so weitermachen. Anders da hätte es nicht funktioniert. Mit 1 sieht es kacke aus, deswegen habe ich jetzt 2 hingemacht und so. Da hat man so quasi so einen kleinen Gang in die Base. Ich finde nice. Hier fehlen noch so 2-3 Teilchen wie hier oben. Diese finde ich schön. Die finde ich wirklich schön. Also die finde ich geil. Und vor allem hier vorne der Gang, wo so viel Wasser ist, das finde ich richtig, richtig nice. Hier hinten hätte ich es halt den auch gehabt, aber ich krieg's nicht so hoch. Es geht so ein bisschen in den Boden hinein. Trotzdem. Ich finde den Weg geil. Es passt halt nicht zur Burg, aber ich finde den Weg geil. Des Weiteren, ihr seht schon, ein bisschen hat es sich getan. Ich habe das untere Stockwerk weitergebaut. Es hat so lange gedauert. Ich glaube, wir hätten auch gut und locker, lass mich nicht lügen, 20 Folgen war. Ich glaube, um die 20 Folgen hätten wir noch weiter jetzt nur gebaut. Und da habe ich dann auch noch gesagt, ich mache das jetzt einfach mal. Von hier sieht das richtig geil aus. Das sieht so geil aus, wie ich es von hier gerade sehe. Delicious, delicious, mega. Es sieht so mega aus. Vor allem, das ist so schön. Übrigens habe ich auch einen Giga verloren. Ich muss jetzt demnächst erstmal wieder mein Giga-Ei ausbrüten. Ich habe nämlich so lila Drops gemacht, rot Drops gemacht und es hat ein bisschen sich geändert. Und was ich noch machen werde, das werde ich aber offline machen, ist diese Tür da oben. Am Anfang war es mir immer so scheißegal. Diese Tür, wenn die aufgeht, sieht man hier die andere nicht. Jetzt ist es so, man sieht sie mir zu sehr. Die mache ich dann nach rechts. Quasi. Der Stein mal weg. Ich weiß noch nicht, so wie weit ich nach rechts mache. Vielleicht lassen wir die Tür komplett weg. Ich habe auf der anderen Seite das Tor. Aber ich finde das eigentlich ganz cool so mit der Tür, aber. Ich mache sie vielleicht da. Neben da. Hier, da. Dort. Dahin. Das mache ich aber offline, weil ich da. Das Gebäude, ich liebe es immer. Es sieht so geil aus. Es sieht so super aus. Es gefällt mir so mega geil. Und was will ich noch machen? Jetzt so in der nächsten Woche. Würde ich gerne hier drüber so einen Vorbogen tatsächlich spannen. Von hier so. Bis hier. Und hier so eine kleine, also hier so eine kleine Mauer quasi ziehen, das so symbolisieren soll. Hier beginnt meine Base. Ab hier ist mein Reich. Da hinten, da fehlt mir immer noch eins. Ich habe viel Element haben wir nicht und nicht fertig bekommen. Und diese Treppen, ich habe da hier drüben ja hinten die Treppen gehabt. Und ich wollte dann irgendwas mit Treppen haben. Ich habe so viel Platz. Aber gedacht, ich mache einfach mal irgendwie Treppen, so dass es geil aussieht. Natürlich der eine oder andere sagt, das macht den ganzen Platz kaputt. Aber ich finde es so mega geil, weil man kann hier hochgehen, hier weitergehen, von da nach da gehen, da kann man dann auch wieder hochgehen, wenn man will. Oder hier hochgehen und da nochmal da oder da hier hochgehen. Das ist wie so ein kleines Labyrinth, das finde ich so geil. Es gefällt mir einfach so übelst. Und ja, das ist schön. Und.
Also das hier, ich glaube, ich hatte hier nur so hier im Eck so ein bisschen. Also das habe ich jetzt fertig gemacht. Die Höhe bleibt auch definitiv. Also ich würde nicht noch höher eins gehen. Diese Höhe bleibt definitiv. Es reicht mir aus, um ein Vögelchen hier hinzumachen. Jetzt wird es auch zu groß. Und hier habe ich halt schon angefangen, Dach zu setzen, weil ich noch nicht genau wusste, wie ich es machen will. Deswegen habe ich dann so ein bisschen getestet, gemacht, getan und kam zum Schluss, ich werde es so machen. Hier oben wird es jetzt keinen separaten Raum geben, hier wird auch nichts reingebaut. Das hier ist quasi nur Dach. Man sieht es von, wenn wir drin sind, sieht man es. Achso, da hinten, wo das Feuerchen ist, müsste irgendwo noch eine Eule von mir. Also meine Eule, weil die ist, da gab es auch keinen Unfall. Die Eule ist irgendwie, naja. Es gab so einen Vorfall beim Red Pig. Wurde attackiert, ich bin gestorben, meine Eule hat überlebt, laut Lockpick ist sie am Leben. Heißt, irgendwo ist sie rum, ich finde sie aber nicht mehr. Ich bin ein paar Mal gestorben, mein Rex ist in den Pyropod gestorben und mein Giganotosaurus ist halt gerade bei der roten Welle in der allerletzten, wirklich. Es waren noch 10 Stück oder so. Ich wollte ihn reinholen. Er hatte 15.000. Hat sich verbuggt. Bam, 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 bam. Ich so, nein, 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 nein. Scheiße. Was will ich machen? Ganz einfach. Ich erkläre erstmal hier. Da drüben ist noch dieser eine Turm, der da ist. Und wenn es euch jetzt auffällt, ist natürlich, dass wir hier, genau hier, quasi eins zu viel haben. Das heißt, hier hätten wir jetzt so eine Querwand. Die mag ich nicht. Das ist jetzt natürlich, weil es hier weiter ist und hier eins weniger ist. Das heißt, hier werde ich quasi bis nach da unten, bis komplett da unten, ich drehe gerade meinen Kopf sogar noch mit dabei, eins breiter setzen. Dann sieht es natürlich so aus, als ob das in der Luft hängt, aber vor allem ist es mir scheißegal. Mir geht es darum, dass das Dach einheitlich ist. Und das Dach kann nur einheitlich sein, wenn ich hier eben noch eins weiter gehe und eben das Dach hier erst beginne. Quasi so, ich zeige es euch, wer es jetzt nicht verstanden hat. Eins nach der Seite gehen und dann das Dach quasi hier so anfangen. So ein bisschen geht es leider immer rein, ist halt so, kann ich aber nicht machen. So ist es immer. Jetzt sind wir am Ende genauso hoch. Jetzt. Aber haben das Problem nicht, dass wir da hinten machen. Ich überlege gerade. Das würde nicht funktionieren, weil hier. Das habe ich jetzt nämlich nicht gedacht. Ich habe nämlich hier diese Large-Steintore genommen, damit das hier besser passt. Aber die passen jetzt nämlich genau hier bei der Größe. Das heißt, wenn ich jetzt hier eins breiter gehen würde, würden die nicht mehr passen. Das sieht scheiße aus. Shit, 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 shit. Das habe ich natürlich jetzt nicht bedacht, dass das. Wah! Wah! Überlebe es! Nein! Ich lebe! Ich lebe! Ich weiß nicht wie! Oh, der Stego ist voll geil! Oh. Ich habe überlebt! Und wenn ich hier quasi so reinporte, jedes Mal lädt das 100 Jahre nicht. Dann kann ich es nicht breiter machen. Dann muss ich mir jetzt tatsächlich was ausdenken, wie ich das mache. Weil ich kann ja nicht das Dach einfach eins anders. Dann muss ich tatsächlich diesen Querbalken lassen. Dann muss ich diesen Querbalken lassen. Das, was ich eigentlich nicht wollte. Das ist shit, man.
das Latentor passt nicht hin. Steintore finde ich. Optisch kann das Probe aussehen. Dass dieser andere Stein, der passt einfach nicht dazu. Und ehrlich gesagt, ich kann so ein kleines Steintörchen dahin machen. So, so klein. Geld holen. Also das jetzt soll jetzt wieder so eine kleine Info-Folge sein. Das wird nicht noch größer, noch schöner, noch besser. Obwohl ich ja fast schon machen wollte. Was gibt es da eigentlich? Special Food. Okay. Kann ich Brot machen. Zeigen, wie weit ich jetzt bin. Ich habe jetzt natürlich 2 Wochen Pause gehabt. Musste jetzt erstmal gucken, wie weit war ich tatsächlich zu diesem Zeitpunkt gegenüber jetzt. Aber wie gesagt, ich habe glaube ich 30 Stunden weitergespielt oder so. Und so viel gesammelt, gemacht und was weiß ich. Ich wollte euch es wirklich ersparen, dass ich jetzt nochmal jetzt hier 20 Folgen oder sowas aufnehme, wie ich jetzt hier die Wände ziehe und ich glaube, so, hier will ich jetzt die hin machen, weil hier kommt jetzt schon das Dach und auf dieser Seite hier. Hier haben wir ja nicht so breit, weil hier ist wieder das Problem, wenn ich jetzt es anders mache, passt es nicht. Ich könnte jetzt natürlich auch hier hoch machen, dann so ein Querbalken setzt oder so. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich will. Deswegen habe ich mir gedacht, hier mache ich so ein kleines Teilchen hin. Da ich hier diese Bildchen, diese Bogen hier schön hinbaue. Bis nach hier, einmal rum, dann hoch, Dach drauf, fertig der Lack. Hier seht ihr schön, schön einrasten. Dann geht's dann weiter. Das Schöne an den Dächern ist, ich kann einfach drauf rumlaufen. Ich rutsche nicht ab, ich kann einfach hier weiterlaufen. Voll cool. Aber hier oben ist ja dann auch noch nicht fertig. Schade, dass es hier nicht so ein rotes Dach gibt. Schade, dass es hier nicht so ein rotes Teil gibt. Dann würde es nicht so auffallen. So fällt es halt schon aus. Ich weiß aber auch nicht, wie soll das da. Hier kommt schon das Dach wieder hin. Das ist auch cool. Hier hinten sind die Wände abgerissen. Kann ich euch auch erklären, warum.
Ganz einfach, weil ich versucht habe, eben hinter dieses Eck gefällt mir auch nicht. Ja, dieses Holzteil wollte ich eigentlich auch mit euch anfangen. Ich versuche quasi bei den Toren so eine Rampe hoch zu machen, weil es sieht besser aus, wie wenn ich es so gerade habe. Gerade gefällt mir nicht. Hoch zu machen und dann halt zu schauen, dass ich das irgendwie so rumbekomme. Dass das nicht so gerade ist, sondern halt, dass es so ein bisschen aussieht, als ob ich damit, wie soll ich sagen, dass ich dann halt diesen besonderen Flair mit einbauen kann. Und eben nicht nur klatsche, latsch, klatsche, latsch, klatsche, latsch, latsch, latsch. Ist zu wenig. Das ist nicht das, was ich will. Ich will, dass wenn ich fertig bin, zumindest einfach im großen Bereich, sagen kann, nur ist das geil. Und diese Burg ist geil. Weil sie braucht diesen besonderen Flair. Sie braucht noch dieses eine Etwas. Ich muss noch ganz viele Fenster einsetzen. Wir brauchen noch dieses Wow! Diesen Wow-Effekt ist schwierig zu machen. Wie viele Jahre ist das arg? 7, 8 Jahre? Und da gibt es so viele verschiedene Varianten. Natürlich, ich habe auch geschaut, wie es andere tatsächlich geregelt haben, aber am Ende habe ich komplett anders da gebaut als alles, was ich gesehen habe. Ich habe ganz anders gebaut, als was ich zum Beispiel mir angeschaut habe und gesagt habe, oh, das will ich haben. Und dann gehe ich selbst, wow, und es ist komplett das Gegenteil. So, normalerweise ist die Folge, zum Beispiel Folge 20 auf 21, ich baue direkt weiter. Jetzt ist natürlich so, wow, was hat er alles gemacht? Und ich habe ein bisschen viel gemacht, ich habe ein bisschen übertrieben, natürlich auch. So ein bisschen habe ich sie übertrieben. Und die habe ich immer noch nicht umgesetzt und der Kürepot, der hat keine Energie gehabt. Ich glaube, da war auch ein Giga drin, also der ist auch gestorben. Aber das ist ja das Baby. Ach, dieses. Scheiß Energie hier. Oh, ich hätte eigentlich aber auch vielleicht das Ding zu. Thank you.
gerne am Ende alles gerade gehabt. Ein komplett gerades Dach. Aber es hat nicht funktioniert. Das am Ende. Dann hätte man von Anfang an wissen müssen, wie ich oben tatsächlich weitermache. Hatte jetzt nicht in dem Schirm. Bin ich ganz ehrlich? Dann habe ich jetzt aber auch überhaupt nicht gedacht, wie ich da oben jetzt das Dach am Ende setze. Weil für mich ging es jetzt in dem Moment darum, ich will die Wand dahin machen, das dahin haben, das dahin machen. Ob ich am Ende oben für Dach habe? Keine Ahnung. Da oben wird es eh noch schwierig, weil dann mit irgendeinem Vogel da hochfliegt. Nicht den Adler, sondern die Eule noch weg ist. Kann ich euch auch erklären, warum. Es geht mir nicht darum, dass ich da oben bis auf den letzten Punkt dann nach oben klettern kann. Bin ich gar nicht. Ich will da einfach nur diesen Turm haben, damit der optische Effekt da ist. Ich könnte auch eine Glocke hinsetzen. Die Glocke war auch wieder falsch. Ich glaube, die Glocke war bei den anderen Kacke. Die will ich eigentlich gar nicht haben. Die ist eigentlich so unnötig. Das Greenhouse kommt ganz nach oben. Also es wird schon einen Punkt geben, wo ich auch oben aufs Dach kann. Weil ich will nämlich das Greenhouse tatsächlich genau in die Mitte. Ich kann es euch jetzt gleich erstmal erklären, wie ich es vorhabe. Ich muss mal wieder hochlaufen. Das ist natürlich das Problem, dass dieser eine Turm hier in der Mitte ist. Der müsste eigentlich nach außen. Da oben drum hingehört. Nicht in die Mitte, sondern nach außen. Jetzt muss ich da drum herum bauen. Kacke. Aber nach außen kann er nicht, weil da hinten ist das Babyerteil. Und das Babyerteil soll natürlich gerade sein. Das habe ich immer größer gemacht und größer gemacht und größer gemacht. Am Ende soll es gerade sein. Dann kann ich es jetzt nicht wieder umsetzen. Ruhe da draußen! Und ein Fliegen wieder schaffen. Irgendwie gefällt mir das sogar. Nice.
gut. Ganz hinten. Stehen. Nicht, dass das auch noch weg ist. Kommt jetzt auch dahin. Hier geht das Dach rein. Der eine oder andere kann sich jetzt schon denken, wieso und das wieso. Weil hier kommt das Dach hin. Und hier quasi in diesem da drüben bei dem Turm und hier bei dem Turm kommt ein schönes, großes Gewächshaus hin. Und hier oben aber ich glaube ich gehe noch eine Reihe mit Dach hoch. Es wird kein Spitzdach werden. Es wird kein Spitzdach werden, weil ich nämlich ganz hier oben diese Windrad. Also es gibt ja diese Windräder. Hier auf den Turm und dann hinten auf den Turm hätte ich dann gerne ein Windrad, in der Mitte das Gewächshaus. Und dann müsste ich in der Theorie eigentlich dann keine Stromkosten mehr haben. Weil in der Theorie den Antrieb macht. Ob es denn so funktioniert, weiß ich noch nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber in meinem Kopf habe ich mir das gefallen. Da stelle ich mir richtig nice vor. Auch so mit diesem Turm jetzt, hier mit diesem Bogen. Ich finde es richtig cool. Ich finde es richtig geil. Es gefällt mir einfach. Dieser ganze Turm, ich finde ihn so schön. Er gefällt mir wirklich. Es ist einfach so, dass diese Burg mir so gut gefällt. Ich meine, ich habe jetzt hier 2,5 Monate dran gehangen oder so. Und ich finde, es hat sich gelohnt. Ich finde, es hat sich super gelohnt. Auch da drüben dieses Gebäude, was ich dann nochmal drüben habe. Um gleich mal zu quatschen. Es ist halt so. Es ist halt noch nicht viel Leben hier. Das Außengerüst und so weiter steht jetzt so gut wie. Aber es fehlt mir halt so das
dieses Leben einfach noch hier drin. Das finde ich halt noch schade. So. Da habe ich ganz viele Wände. Wände. Lalalala. Ihr seht ja, da außen habe ich mir ja was hingestellt. Da steht ja nicht umsonst. Genauso da, wofür es steht. Weil natürlich habe ich mir was dabei gedacht. Ich habe hier halt hier schon vorbereitet. Der eine oder andere wird es noch nicht gewusst haben. Der eine oder andere wird schon erraten haben, was es hier wird. Und quasi ist das so ein kleines Häuschen hier von außen. Hier kommt noch das Tor hin, je nachdem welches ich am Ende nehme. Hier fehlt noch eins mit Fenster. Kommt. Ich muss es hier hinnehmen, weil ich da drüben schon eins hatte. Sonst hätte ich es gerne bis dahin gemacht. Selbst gucken. Kann aber sein, dass ich dann nochmal mit den Fenstern nochmal ändere, quasi irgendwann. Weil es mir dann in einer anderen Konstellation wahrscheinlich. Ich mag große Tore lieber, aber hier muss ich jetzt tatsächlich sagen, groß ist zu groß. Das passt sogar von der Höhe, seht ihr. Dann das Large wieder verkaufen.
Eigentlich wollte ich ja noch so ein machen. Quasi. Ich kann hier eigentlich auch so auf uns einfach nur hin. Dass ich quasi hier so einen schönen Einlauf habe, so mit Rampen so rein. Aber das werde ich leider aus Platzmangel hier nicht schaffen. Drei hoch soll es schon sein. Jo, das brauche ich. Dann muss ich jetzt gucken. Hier gibt es jetzt Schwester. Versucht mal ein bisschen mit dem Kopf. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn.
ja schon mal probiert bei irgendwas anderem. Achso, hier mit den. Mit denen hier, mit diesen Dreiecken. Eigentlich so schön, also so wie Mickey Mouse Köpfe. Die kannst du nicht übereinander machen. Ich dachte so, machst du zwei Stück, dann sieht das richtig geil aus. Es geht nicht, es rastet nicht ein, eins geht immer kaputt. Ein bisschen blöd ist halt, dass hier so Platzmangel ist. Es ist ja wirklich so. Es sieht so ein bisschen geknutscht aus. Und Seelings. Ich habe keine Seelings. Was ist das für ein bisschen? Hat mal wieder einer gezählt, wie viele Seelings wir brauchen? Keine Ahnung. Geht dann aus. Bein! Bleib, Bein geht aus. Das ist nicht gut. Helfen kann ich auch noch was? Außer das Haus würde ich mich gern so diese Leinviecher nehmen, zum Beispiel diese Wüsten, Chinchilla, der Krieg oder sowas. Die würde ich gerne da drin draußen machen. Ein ganzes Haus von der kleinen Viecher. Oder ein Waldbock oder sowas. Pferde muss ich halt auch quasi so einen Ausreitstall machen, dass ich von außen dahin komme und generell betone, dahin komme und nicht erst die Geburt muss, um dahin zu kommen. Leider nicht. Ich habe nur die Wahl, entweder weiter über den Hang zu bauen oder links das Zeug rein. Das ist jetzt nicht das, was ich mir so vorstelle. Das ist dunkel, das ist die Tür. So schön das Gebäude auch ist, aber ich hab's direkt im Gesicht, wenn ich rausgehe.
schon, dass ich da bin. Das war schon bei einem Glas. Jetzt bin ich zwei. Das kann es nicht sein. Spitzdach. 1, 2, 3, 4. Das stört mich wirklich ein bisschen. Kommst aus der Tür raus und hast direkt oder ein Gebäude vor dir. Wie Blockwohl. Kann sein, dass ich gerade am Dach ein bisschen was ändere. Ich hätte halt gerne. Aber das funktioniert ja jetzt nicht, weil wir keinen Platz haben. Ich muss das Body auch noch größer machen. Geht ja gar nicht. Ich hab hier vergessen. Ich brauche, glaube ich, überhaupt keine länglichen mehr. Ich brauche, glaube ich, einfach nur noch diese Ecke.
Radstein hier reingemacht. Die Folge ist jetzt eh gleich vorbei. Eieiei. So, da haben wir das Gebäude, was wir in 10 Folgen machen darf. Ohne dass ich sterbe vorher. Jawohl. Kann euch sein, dass ich hier mir noch was überlegen werde? Diese Spitzen gefallen mir. Aber es kann natürlich sein, dass ich da vielleicht noch Mini-Dach oder sowas. Ich weiß noch nicht wie. Muss ich mir noch mal überlegen. Ich weiß nur, dass hier zu. Das Gebäude sieht geil aus. Problem ist halt nur der Platz. Hier im Burghof ist zu wenig Platz. Ansonsten like das Video. Schreibt einfach mal rein, wie es euch gefällt.